Dieses Jahr ist für alle Nintendo Core Gamer ein heiliges Jahr, denn Super Mario wird offiziell 35 Jahre alt. Die Figur gibt es schon ein bisschen länger, aber so wie wir ihn kennen, begann es mit Super Mario Bros. Und das ist jetzt 35 Jahre her. Ich fand es echt ein bisschen schockierend, weil ich selber 35 Jahre alt bin und Mario hat scheinbar auch im September Geburtstag. Das habe ich auch. Also sind die Lebenswege 1:1. Und ich war sehr aufgeregt, als dann eben die Nintendo Direct zu dem Thema kam. Und da wurde ganz viel angekündigt. Und unter anderem gab es ein ziemlich cooles Spiel, Super Mario 3D All-Stars. Und es gab ein ziemlich cooles Gerät, der Nintendo Game & Watch mit Super Mario Bros. Drauf. Es gab neue Kleidung. Und eine ganze Menge mehr wurde noch angekündigt. Und wir schauen uns heute einfach mal an, was wurde angekündigt, was kam dann letztendlich, wie gut war das. Und ja, wie ist eigentlich Mario 3D All-Stars? Wir machen einen Rundumschlag und feiern in diesem Video auch mal 35 Jahre Super Mario. Viel Spaß! Ja, moin zusammen und herzlich willkommen auf dem Kanal, wo die Wirklichkeit nicht zu suchen hat. Denn hier geht es um Fiktion und Fantasie. Und wenn wir an Fiktion und Fantasie denken, dann fällt vielen vielleicht Walt Disney ein, aber spätestens als zweites Videospiele. Und die ikonischste Figur oder mindestens einer der ikonischsten Figuren aus der Videospielgeschichte ist sicherlich Super Mario. Können wir darüber streiten? Am besten in den Kommentaren, ich streite auch gerne mit. Aber für mich hat die ganze Videospielkarriere, sage ich jetzt mal, auch mit Super Mario Bros. Begonnen. Eben dem Spiel, was jetzt in dem 35. Jubiläum auch effektiv gefeiert wird. Wir feiern auf dem Kanal ein bisschen mit und da es ein Review-Kanal ist, wollen wir uns mal den Nintendo Direct-Trailer anschauen vom 3.9. und schauen uns einfach mal Step by Step an, was von den Sachen, die dort angekündigt sind, haben wir schon bekommen und wie gut ist das denn letzten Endes und was kommt da noch. Und was denke ich denn, wie das so werden wird? Ich habe da schon mal so ein bisschen mir aufgeschrieben, was es denn schon so gibt. Unter anderem wurde angekündigt Super Mario 3D All-Stars und ja, deswegen auch hier mal in etwas besonderer Kulisse. Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy auf einem Modul oder eben digital. Das war ein großer Hit, da haben viele drauf gewartet. Ich auf jeden Fall auch definitiv. Das ist so ein bisschen Kernstück natürlich der Review heute. Ansonsten auch Mario All-Stars, der Super Nintendo-Titel im Nintendo Online-Shop. Wir haben die Game & Watch-Konsole in einer speziellen Edition bekommen. Super Mario 35, ein Battle Royale-Spiel, ähnlich wie Tetris 99. Und Kleidung, also ganz viel und noch vieles mehr. Ja, und da schauen wir auf jeden Fall einfach mal zusammen rein. Jetzt geht's los. Und wenn es um sein Jubiläum geht, dann darf er natürlich nicht fehlen. Hier live im YouTube-Studio Super Mario. Herzlich willkommen. Ja, und wir gehen einfach mal die Produkte aus der Direct nach und nach ab. Und das hier war das erste Produkt, was in der Direct präsentiert wurde. Here's a classic way to play Super Mario Brothers. The original Super Mario Brothers, which made its debut on NES in 1985, can now be played on this special Game & Watch system. A plus control pad is included, so you can play the game smoothly. Since it's a Game & Watch product, it also functions as a clock. And in honor of the game's 35th anniversary, it comes with 35 little touches to discover. In addition, you can play Super Mario Bros. The Lost Levels on it, as well as an updated version of the title Game & Watch Ball starring Mario. Game & Watch Super Mario Bros. Will launch November 13th. The original Nintendo handheld gaming system is back in full color liquid crystal display. Ja, das war bestimmt für alle einer der größten Überraschungen gleich zu Anfang, eine Game & Watch Konsole in Super Mario Edition. Ich fand's überraschend. Was meint ihr? Was meinst du? Ja, hätte auch nicht gedacht. Die kam am 13. November raus, deswegen haben wir sie auch schon da. Und das Ganze sehr schick eben in der Super Mario Edition. Und wenn ich das jetzt hier so abmache, dann habe ich quasi das Ganze ein bisschen klassischer.
Und ich fand es ganz passend, weil so eine Game & Watch-Konsole ein schönes Sammlerstück ist, markiert ein bisschen Videospielgeschichte, genau wie Mario. Und das zu kombinieren, waren wir Mario irgendwie schuldig. Und mit dem Schätzchen habe ich auch schon so einige Zeit verbracht, auch in den Spielen, weil man kann tatsächlich extrem schön damit spielen, hat einen guten Klang, ein gutes Bild. Ja, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann kann ich euch nur meine Review empfehlen. Die blende ich euch einmal hier oben ein. Da könnt ihr einfach mal das Unboxing euch anschauen und dann dementsprechend, wie das Gerät so funktioniert, was für einen Eindruck es so macht. Und wenn ihr bei Instagram mal vorbeischaut, da gibt es auch eine Story dazu, die in den Highlights gespeichert ist. Und da gibt es mal so einige Tipps zum Game & Watch. Denn wie ihr im Trailer gesehen habt, there are 35 touches to discover. Und ich habe noch nicht alle 35 gefunden, aber ein paar davon schon. Und die habe ich euch da mal zusammengefasst, auf jeden Fall. Also ein bisschen was zum Entdecken, ein Stück Retro-Geschichte zum Präsentieren. Ja, coole Spiele, Evergreens, sage ich jetzt mal, die man hier drauf spielen kann. Und das war interessant und ganz cool. Und wir haben es bekommen. Und ich finde es durchaus empfehlenswert für Sammler und für jemand, der einfach was irgendwie für die Hemdtasche benötigt, wenn er zwischenzeitlich mal irgendwie ein Spielchen spielen möchte. Das war ganz cool. Ja, dann ging es aber mit was deutlich moderneren weiter und das war dieser Ausschnitt hier. Multiplayer Mayhem pounces onto Nintendo Switch. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich diese Ankündigung in der Präsentation gesehen habe, dachte ich mir, yes, endlich. Da habe ich nämlich wirklich drauf gewartet. Ich habe das Ganze als Wii U-Fassung hier, denn das war einer der Gründe, warum ich mich überhaupt mit der Wii U befassen wollte. Denn ich habe die Wii U-Zeit komplett verpasst, aber bin Mario-Fan und das Spiel sah immer schon ziemlich cool aus und hatte echt Bock gehabt, mir das anzuschauen. Dann haben wir es angefangen zu spielen, haben auch ein ganzes Stück gespielt, also nicht nur angespielt, sondern ein bisschen weiter. Dann kam irgendwie das Leben und die Zeit, die da fehlte dazwischen. Und dann habe ich aber bewusst nicht weitergespielt, weil ich mir dachte, das kommt bestimmt auf die Switch. Dann kam Donkey Kong Country Tropical Freeze und Captain Toad Treasure Tracker. Und ich dachte mir, naja, dann wird auch Mario 3D World bald kommen. Und dann kam es nicht und kam es nicht. Und dann dachte ich mir, naja gut, 35-jähriges Jubiläum, da ist es dann soweit und so war es. Da ist es dann endlich, da freue ich mich schon drauf. Mario freut sich auch, deswegen hat er sich scheinbar umgezogen. Das war es aber noch nicht, denn der Trailer ging noch ein paar Sekündchen weiter. Und zwar folgendermaßen.
Das war ziemlich cool. Es gibt also tatsächlich auch neuen Content, Bowser's Fury. Wie viel das letztendlich sein wird, das werden wir dann sehen, das können wir mit Spannung erwarten. Denn wie wir jetzt auch gesehen haben, erst am 12.02.2021 kommt das Spiel. Das finde ich ein bisschen seltsam, um ehrlich zu sein, denn das ist ja nach dem Jubiläum. Denn dieses Jahr, 2020, ist ja Marios Geburtstag, nicht nächstes Jahr. Aber gut, da wird die Entwicklungszeit noch gebraucht werden und deswegen wahrscheinlich. Mit Add-on, je nachdem wie umfangreich das ist, ist aber schon mal ein ziemlich guter Grund, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis okay ist. Denn das Spiel als solches, soweit ich das jetzt erlebt habe, macht mega Fun und sieht grafisch total toll aus. Und naja, also ich glaube, das ist so oder so schon die 60 € wert. Aber wenn da jetzt noch zusätzliches Content kommt, dann kann sich auch derjenige, der sich über den Preis sonst beschwert, weil es ja nur ein Port ist, glaube ich, nicht mehr unbedingt beschweren, hoffe ich. ja, von daher, Preis ist völlig in Ordnung. Ich freue mich drauf und finde es schön, dass wir auch was haben aus dieser Präsentation, wo man so ein bisschen nach vorne blicken kann und sagt, oh, das kommt ja noch. Da kann man ein bisschen Vorfreude drauf haben. Das finde ich immer gut. Ja, alles in allem, Mario 3D World endlich für die Switch. Das war in der Ankündigung auf jeden Fall ein kleines Highlight für mich und deswegen auf jeden Fall 4 von 5 Sternen. Clash in this competitive Super Mario Brothers game. Welcome to Super Mario Brothers. With 35 players? Compete against other players near and far in this online battle game. Enemies you defeat will be sent to other players' courses. But this also works the other way around. Use the item roulette and these four strategies to try to outpace your opponents. Keep going until you're the last Mario standing or running. This game will be an exclusive offer for Nintendo Switch Online members. Super Mario Bros. 35 launches October 1st as a digital-only title and will be available for a limited time until March 31st, 2021. Super Mario 35, also ein Nachfolger von Tetris 99 und quasi ein Battle Royale-Spiel zu meinem ersten Videospiel quasi, wo ich 35 Jahre üben konnte. Nee, es sind 28 Jahre, die ich üben konnte. Und da kann ich mich jetzt mit anderen messen. Es war so geil, habe ich mich so drüber gefreut. Und was soll ich sagen? Ich nehme da schon mal so ein bisschen vorweg. Das war für mich eigentlich das beste Release bei dieser gesamten Veranstaltung. Denn als allererstes, keiner kann meckern, es ist, insofern man Nintendo Switch Online hat, kostenfrei. Und es ist so unterhaltsam. Also es ist ja eigentlich relativ schlicht. Man spielt das normale Super Mario Brothers und das ist, glaube ich, nicht mehr viel Aufwand, das so zu programmieren. Aber dadurch, dass man sich da eben die Gegner hin und her schickt und man muss wirklich Last Mario Standing sein, das ist einfach eine sehr gute Sache. Das macht sehr viel Spaß. Und dann ist da noch ganz viel Motivation dabei, weil man kennt das Spiel ja schon so lange und man kann das auch eigentlich ganz gut. Und dann will man natürlich auch Last Mario Standing sein. Also ich bin im Nachgang, ich habe meine Switch mal einmal hier, ich bin im Nachgang sehr überrascht. Ich zeige euch mal hier kurz meine Spielzeiten. Und da steht tatsächlich 10 Stunden oder länger Mario 35 gespielt. Und man spielt das natürlich immer nur so mal hier und da, mal nebenbei. 10 Stunden oder länger, ne? Also es hat mir mega Spaß gemacht. Ich kann es jedem nur empfehlen, das YouTube ist voll von Videos zu Mario 35, da brauche ich nichts mehr spielen. Von daher eine geile Sache. Eine Sache stört mich, und zwar das Ganze ist limited. Im März soll das Spiel von der Plattform genommen werden und verschwinden. Da würde mir das Herz bluten. Ich hoffe, Nintendo überlegt sich das. Ich glaube nicht, weil was die ankündigen, machen die in der Regel auch. Ich verstehe den Sinn nicht, um ehrlich zu sein, weil das ist jetzt auch kein Verkaufsobjekt. Es sei denn, man sagt, ich möchte die Switch damit verkaufen, aber ich glaube nicht, dass sich jemand eine Switch für Mario 35 holt. Ich verstehe es nicht und ich möchte nicht, dass es verschwindet. Aber das kann ich mal außen vor lassen. Diese Ankündigung und auch die Umsetzung, die jetzt schon da war, wo ich schon viel Spielzeit drin versenkt habe, sind ganz, ganz klare 5 von 5 Sterne. Wenn ich die Limited-Geschichte abziehe, müsste ich nur 3 von 5 Sterne geben, weil das ganze Ding eine Mega-Sache ist. Aber das wird natürlich komplett kaputt gemacht durch diese Restrizierung, dass es eben wieder verschwindet. Aber ansonsten 5 von 5 Sterne.
Moment. Bevor wir jetzt zum nächsten Teil des Trailers springen, nochmal einmal kurz der Beweis. Ich habe es nicht nur gespielt, sondern ich habe meine Ehre auch verteidigt. Ich war schon The Last Mario Standing. Glühswitch auf Platz 1. Nicht nur einmal, sogar mehrfach. Oft auf Platz 2 und 3. Ich bin sehr stolz drauf, weil ich wirklich der Meinung bin, ich kann das gut. Und ja, ihr merkt, das spielt eine große Rolle. Bei euch vielleicht auch. Sagt mir mal, wenn ihr es gespielt habt und wie es euch damit geht und was euch motiviert, den ersten Platz zu machen, bitte unten in den Kommentaren. Ja, und das war, wie gesagt, für mich die geilste Ankündigung, was ja dieses Event betrifft. Und dann kam für mich auch schon die zweitgeilste Ankündigung. Schaut mal rein. What could this one be? Ja, da ging es mir wie mit der Ankündigung bei Super Mario Bros. 35. Puh, what? Ich habe ein kleines Spielzeugauto, was ich fernsteuern kann und fahre dann entsprechend Mario Kart im Wohnzimmer. Ist das möglich? Und das funktioniert? Ja, das funktioniert. Und wir dürfen uns stolze Besitzer von dem Kart von Mario und Luigi nennen. Und wenn ihr da Interesse habt, das euch mal genauer anzuschauen, wir machen da ein ganz ausgiebiges Unboxing und wir bauen auch zusammen die Strecke aus. Wir schauen uns an, wie die Software eingerichtet wird, machen unsere ersten Gehversuche und natürlich gibt es auch das ultimative Rennen Mario gegen Luigi, Manuel gegen Daniela. Das alles in diesem Video hier oben, das verlinke ich euch auf jeden Fall mal. Ja, eine geile Sache. Hab auch mal einmal noch kurz zum Zeigen zumindest. Hier die Packung für euch. Kostet roundabout 100 Euro, manchmal 120, je nachdem, wo ihr es bekommt. Das ist natürlich für sich genommen nicht so teuer, finde ich. Ich finde es gut, weil wir kriegen ja eben ein ferngesteuertes Auto, was gut funktioniert und eben ein Spiel. Ne? Also wir haben ja ein neues Mario Kart eigentlich. Da hat Nintendo auch so ein bisschen mitgespielt in dem Trailer, dass man das Gefühl hat, oh, neues Mario Kart. Aber dann kam eben diese Idee. Aber effektiv fühlte sich an wie ein neues Mario Kart und wir können die Strecken selber bauen, also es ist ein unendlich großes Mario Kart und naja, von daher finde ich den Preis so okay, wenn man jetzt sagt, will ich jetzt mit jemandem zusammenspielen oder gegen jemanden fahren, braucht der auch noch eine Switch, dann ist es vielleicht teuer, aber ich glaube, das richtet sich eher an die etablierten Spieler. Zudem ist das hier eine ganz tolle Deko auf jeden Fall, ich finde die schön hier einfach stehen zu haben auch und man muss natürlich eine Gelegenheit haben, man muss die Wohnung ein bisschen leer räumen, die Wohnung darf vielleicht nicht ganz so klein sein, sieht man ganz schön im Video auch, weil hier in diesem Zimmer, da ging das nicht so gut. Aber ansonsten, Spitzending, der zweitbestes Release für mich in dieser Ankündigung und das sind für mich 4 von 5 Sternen. There are even more ways to enjoy 35 years of Super Mario Brothers. From now through March 2021, you can enjoy the 35th anniversary of Super Mario Brothers in these ways. Mario Kart Tour will be having a Super Mario Kart Tour event with special appearances by Mario and Donkey Kong Jr. from the original Super Mario Kart game.
historical Super Mario items, and 35th anniversary themed merchandise will be available for purchase at the My Nintendo Store. A 35th anniversary themed Ninja Speedruns course is coming to Super Mario Maker 2. Super Smash Bros. Ultimate will be having an in-game online tournament using Super Mario Series fighters, stages, and items. A Super Mario-themed Splatfest is coming to Splatoon 2 in January. Special keychains will be released as a My Nintendo reward, and will also be selling physical Splatfest t-shirts on the My Nintendo store. These products will be available soon. Super Mario-themed furniture will be added to Animal Crossing New Horizons. And there's more where that came from. Be on the lookout for the following Super Mario-themed products. More details will be available on our 35th anniversary official website and our official Super Mario Twitter account. Ja, die Bonusthemen. Zu den Bonusthemen fiel mir sehr ins Auge die Kleidung. Und die sieht ziemlich cool aus. Die ist auch im My Nintendo Shop bestellbar. Das verlinke ich euch auf jeden Fall unten einmal in der Beschreibung. Genauso wie alle anderen Produkte, die es unter anderem bei Amazon gibt, als Affiliate-Link einmal unten rein. Da kriege ich ein bisschen was ab. Ihr müsst nicht mehr bezahlen, wenn ihr es darüber bestellt. Und ja, da könnt ihr einfach mal schauen. Wenn euch irgendwas interessiert von dem, was ich euch jetzt zeige, dann dort einfach bitte bestellen. Die Kleidung, die kommt noch im Dezember oder Ende Dezember. Da ist sich Nintendo noch nicht einig. Es gab aber schon mal das hier, unter anderem zusammen mit dem zweiten schwarzen Shirt mit dem Stern drauf. Eine Mischung aus Splatoon und Super Mario. Und die Shirts finde ich schon mal ziemlich, ziemlich cool. Die gefallen mir sehr gut. Und da kommt noch ganz viel mehr Kleidung, die ich euch dann auch gerne zeige, wenn sie denn da ist im Dezember oder im Januar. Das finde ich eine gute Aktion. Die ist auch einheitlich. Ich glaube, die gibt es dann überall auf der Welt. Viele der Produkte allerdings nicht. Das finde ich so ein bisschen doof. Also so diese Pins und der Schuh und hier das Kleidchen für die Mädels und so weiter. Gibt es zum Teil nur in Amerika oder nur in Japan. Das war jetzt ein amerikanischer Trailer. Da muss man immer schauen, was es dann wirklich gibt. Das finde ich doof. Warum gibt es denn unterschiedliche Items für unterschiedliche Länder? Macht das Sinn? Macht das Sinn, auch so eine Ankündigung zu machen? Und da merkt man, okay, da gibt es verschiedene Sachen und ich muss mir das überall aus der Welt zusammenklaubern, wenn ich alles haben möchte oder was Bestimmtes haben möchte. Das finde ich nicht so schön. Das ist auch ein Minuspunkt hier bei der Gesamtbewertung auf jeden Fall. Ja, genau. Aber es ist natürlich nett, dass das alles gibt. Game Events, wer darauf steht, mir ist es egal. Aber ist natürlich nett. Ja, und ja, nicht zu vergessen, Moment. Oh, ich habe ihn gar nicht. Inir, den, ja. Den neuesten Mario aus der Spielzeugwelt, nebst dem Mario in der Spielzeugwelt. Lego Super Mario ist auch erschienen, wurde auch in dem Trailer kurz erwähnt und ist bestimmt auch eine ganz besondere Sache. Ja, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich habe alle Sets geholt, gebaut und nehme euch mit auf die Reise. Ich verlinke euch mal einmal die Gesamtbewertung hier oben. Es gibt allerdings auch jedes einzelne Set nochmal von mir, wo ich euch zeige, wie das funktioniert, wo wir uns das zusammen aufbauen. Und eine Review gibt es natürlich dazu auch. Bei den einzelnen Sets immer eine Short Review. Und interessante Sache. Kürze ich mal ab, guckt euch den Rest in den Videos an. Das kam eben auch noch dazu. Ja, und dann gab's Mario All-Stars fürs Super Nintendo. Plus, experience four classic Mario games in Super Mario All-Stars. This collection contains Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, and Super Mario Bros. The Lost Levels. The audio and visuals are upgraded from the original NES and Famicom versions. Super Mario All-Stars will be available in the Super Nintendo Entertainment System, Nintendo Switch Online Collection, later today. Und in dem Falle auf der Switch in der Nintendo Online-Funktion. Am gleichen Tag. Woo! Fehlte auch noch komplett. War mir aber eigentlich klar, dass sie das wahrscheinlich zu einem solchen Jubiläum veröffentlichen werden. Denn dann haben wir eben All-Stars und wie wir dann auch jetzt schon wissen, die 3D All-Stars und eben die große Sammlung komplett, wenn auch noch 3D World dazukommt. Ja, cool. Also da ist doch ein bisschen was am Bonus dabei, was echt Spaß macht. Falls ihr die klassischen Mario-Teile noch nicht gespielt habt und nicht durchgespielt habt, wie auch immer, kann ich euch nur die
die All-Stars-Version ans Herz legen, weil selbst das alte Mario in komplett neues Gewand gepackt wurde. Es ist ein richtig schönes Remake von allen Spielen und das lohnt sich total. Auch früher auf dem Super Nintendo war es einer meiner größten Nostalgietitel, die Super Mario All-Stars. Ne? Ja, insgesamt, Kritik habe ich schon während der Beschreibung genannt, 3 von 5 Sterne für diese Bonusaktion. Und dann kam sie endlich, die große Ankündigung, auf die wir alle gewartet haben. One More Thing hieß es in dieser Nintendo Direct. It's me, Mario! Three Super Mario 3D platforming adventures, now in one collection. Super Mario 3D All-Stars is coming to Nintendo Switch. In addition to having higher resolutions than their original versions, the games have been optimized for a smooth gameplay experience on Nintendo Switch. Plus, music from all three titles will be included in the collection. In Music Player mode, you can enjoy your favorite Mario tunes anytime, anywhere. Super Mario 3D All-Stars will launch on September 18th. A limited-run retail edition and a digital edition of the game will be available for a limited time until the end of March 2021. Pre-orders will be available starting today on Nintendo eShop. Und da sind wir auch schon bei dem Kernstück der Nintendo-Präsentation angekommen und natürlich auch von dieser Review, denn das ist das große Ding, um das es geht. Und da es am 18. November rauskam, bin ich auch schon sehr froh, eine Kopie des Spiels hier in den Händen halten zu können. Ja, und was mich betrifft, ich habe Mario 64, da war ich noch sehr viel kleiner, bei den Nachbarn gespielt. Dementsprechend nie durch. Und Super Mario Sunshine habe ich mal angespielt, als ich meine Wii quasi geholt habe, um mal zu schauen, ob eben auch GameCube-Titel laufen. Mario Galaxy hatte ich gar keinen Kontakt zu, weil bei der Wii-Zeit war irgendwie bei mir vorbei. Da waren andere Dinge im Vordergrund. Drum hätte mir völlig gereicht, einfach nur die 3 Titel zu bekommen, vielleicht auch einfach nur über den eShop, um das eben auf der Switch spielen zu können, vernünftig. Dass wir jetzt aber hier auch noch eine verbesserte Version bekommen haben, wie ihr gerade gesehen habt, mit dem Breitbild, mit neuer Bewegungssteuerung oder neuer Steuerung, die eben auf der Switch auch funktioniert, das ist natürlich super. Und ja, Soundtrack haben wir auch noch dabei bekommen. Die 3 Soundtracks in den Spielen sind auch noch mit drauf. Das ist auf jeden Fall cool. So, jetzt hatte ich überlegt, mache ich hier eine richtige Review von dem Ganzen? Habe ich mich gegen entschieden, weil die Spiele als solche sind ja schon sehr alt und da gibt es schon sehr viele Reviews im Internet. Schaut da einfach mal durch, findet ihr bestimmt was. Und die haben sich ja
nicht geändert, inhaltlich und von der Präsentation her. Die sind jetzt nur eben für dieses Medium Switch und modernere Fernseher aufgearbeitet worden, aber die Spiele haben sich nicht geändert. Deswegen, die zu bewerten, glaube ich, wäre Quatsch. Außerdem müsste ich sie dann auch erstmal durchspielen, um sie zu bewerten. Wie gesagt, einfach mal da im Internet schauen, da gibt es bestimmt ein paar Meinungen zu dem Thema. Super Mario 64 gilt ja ohnehin als extrem spielenswert und als Pionier seiner Zeit. Und Mario Galaxy ist, soweit ich es jetzt auch schon gespielt habe, mega cool. Fühlt sich für mich wie ein Vorgänger oder aus gleicher Serie stammend an wie Mario Odyssey. Also wer Mario Odyssey mag, wird Galaxy geil finden, glaube ich. Und ja, so viel dazu. Also empfehlenswert in jedem Fall von meiner Seite aus und auf der Switch in einer schöneren Grafik, als wenn ich meine alte Konsole anschließe. Ist total super. Wir sprechen mal ein bisschen über die Vermarktung an der Stelle. Und ja, erstmal der Preis, 60 Euro. Finde ich persönlich super. Viele meckern, weil es nur eine Emulation ist. Aber auch das muss erstmal technisch realisiert werden. Und schaut mal vielleicht bei dem Kanal Samp zockt rein. Samp wird S-A-M-B geschrieben. Sehr cooler Technik-YouTuber, der aufgrund seiner Ahnung aufzeigt, wie so technische Features wie zum Beispiel eine Emulation funktionieren. Auch dazu gibt es speziell ein Video. Und da können wir, glaube ich, dankbar sein, dass sich da Nintendo auch die Mühe macht, einfach das zu porten. Und ich finde 20 Euro pro Spiel für drei absolute Hits der Spielehistorie völlig im Rahmen, völlig okay. Das muss aber letzten Endes jeder selber bewerten. Wenn man Bock auf die Spiele hat, auf der Switch und sagt, ja, hätte ich gerne in der Form, sind die 60 Euro gut investiert. Wenn man eh ein Gegner vielleicht davon ist oder sagt, ich habe ein N64 hier stehen, es geht nichts übers Original, bitte. Muss man ja nicht kaufen letzten Endes, ne? Und dann kommt wieder diese komische Entscheidung. Bei Mario 35 war die ja schon komisch, bei dem Battle Royale-Spiel, aber jetzt wird es dieses Spiel in dieser Cartridge-Variante, aber auch die digitale Edition, also die eShop-Variante, wird es ab Ende März nicht mehr geben. Warum, fragt man sich? Ja gut, das Geschäftsjahr endet am 31.03. und wenn man das sagt, dann verschwindet es, werden alle, die das haben wollen, dazu gezwungen, hinzurennen und das Spiel zu holen. Ja, jetzt ist die Frage erstmal, ist das nötig? Weil die Leute, die da eben Bock drauf haben, holen sich das doch. Sowieso. Das sind ja eh die Hardcore-Fans oder Retro-Leute. Und die sagen, ich habe das Spiel noch nicht gespielt, weiß nicht, ob die zögern würden unbedingt. Da ist die Frage, ob Nintendo vielleicht denkt, dass der Preis vielleicht doch ein bisschen hochgegriffen ist und deswegen sagen, dann machen wir eine Limited raus und dann rennen die Leute und holen sich das trotzdem. Ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen schade, vor allen Dingen auch, dass es digital rausgenommen wird. Ich habe so also ein bisschen die Hoffnung, dass dann ein Konzept hintersteckt, dass da vielleicht angedacht ist, die Spiele dann einzeln zu veröffentlichen, weil dann vielleicht noch irgendwie weitere Spiele released werden sollen oder so und dass das eben ein Sonderangebot ist für das Jubiläum. Irgendwie sowas, das erhoffe ich mir zumindest, wenn das einfach spurlos verschwindet plötzlich, dann freuen sich alle Wiederverkäufer, wenn sie hier so eine Cartridge haben in der Form, weil das wird bestimmt ein begehrtes Produkt werden, wenn es denn nicht mehr da ist. Aber ich finde es sehr schade, dass den Leuten die Möglichkeit dann genommen wird, das zu spielen. Das verstehe ich nicht. Und es ist ein großer, großer und auch, glaube ich, der einzige Minuspunkt hier effektiv bei dieser Collection. Es gibt so ein paar Mängel, die aufgezeigt wurden, unter anderem Mario 64 bleibt in 4:3 und gibt es nicht in 16:9. Die Entscheidung verstehe ich auch nicht so ganz. Vielleicht war es technisch zu schwierig, man hätte vielleicht mehr irgendwie dran arbeiten müssen und das war in der kurzen Zeit, die Nintendo scheinbar hatte, nicht möglich. Aber es gibt ganz viele Fan-Made-Umsetzungen in besserer Grafik von Mario 64, die eben auch in 16:9 waren. Das tut am meisten weh, wenn man das Spiel auf dem Fernseher hat, dass man eben diese alte, wirklich ganz alte Optik damit hat. Aber gut, kann ich hinnehmen. Stört mich beim Spielen eigentlich nicht. Aber wäre halt hübsch gewesen, ne? Habe aber die Hoffnung, da sie diese ganze Collection hier eben, wie gesagt, vom Markt nehmen möchten, dass vielleicht Mario 64 wirklich nochmal in einer shiny, bright, new Edition rauskommt, à la Mario Odyssey Engine, und dann ist das alles total hübsch. Wünsche ich mir vom Herzen. Und wenn das der Preis ist, dass die Collection dann deswegen vom Markt genommen wird, da verkauft sich das zumindest nochmal, ne? Sagen wir es mal so. Das könnte ich schon ein bisschen nachvollziehen. Dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, bei Mario Sunshine kann man den GameCube-Controller nicht benutzen und das ist schade.
Ja, ist schade, weil das ist ein Original GameCube-Spiel und wegen Super Smash Bros. Gibt es einen Adapter für die Switch zu kaufen. Und dann kann man auch seinen GameCube-Controller anschließen, um Super Smash Bros. Mit dem GameCube-Controller zu spielen. Also warum zur Hölle nicht Mario Sunshine noch? gerade eben, weil eben diese Trigger wohl technisch sich schöner anfühlen, wenn man eben das Wasser damit spritzt. Und das wurde zwar wohl gut gelöst durch die weiteren Tasten des Controllers, aber es ist eben wohl nicht das Gleiche. Und das gab auch einen großen Aufschrei deswegen. Zumal eben die Möglichkeit, einen GameCube-Controller anzuschließen, eh da ist, ne? Und ich habe es hier noch aufgeschrieben, mittlerweile ist es unaktuell, denn der letzte Patch von dem Spiel, das letzte Update, was man runterladen kann, das ermöglicht, dass man auch den GameCube-Controller vollwertig verwenden kann. Das wurde nachgeholt. Vielleicht wird auch 16 zu 9 noch für Mario 64 nachgeholt. Aber das ist schon mal eine coole Sache. Also ihr könnt auch euren GameCube-Controller verwenden. Diese Kritik verpufft. ja, ich finde für jeden Sammler, für jeden Mario-Fan, das ist ein Must-Have in der Switch Collection. Entschuldigung. Ja, also wenn man drauf steht, muss man haben. No way. Ganz klar. Ich finde es cool, dass man Galaxy besser steuern kann. Das werdet ihr herausfinden, wenn ihr das mal vergleicht. Aber zum Beispiel muss man früher immer die Controller schütteln, wenn Mario sich drehen sollte. Und das geht jetzt eben per Tastendruck. Das ist wirklich, wirklich erleichternd, weil man echt immer doof dastand und diesen hier gemacht hat die ganze Zeit. Das ist für mich eine große Sache. Und von daher, also ich bin happy, ich finde es geil, ich finde die Limitierung doof und deswegen gibt es einen Sternabzug. Aber sonst, auf jeden Fall, 4 von 5 Sterne für die wunderbare Collection, die uns Nintendo hier zum Geburtstag von Nintendo kaufen lassen hat. Ja, und dann kommen wir auch schon zur Gesamtbewertung und Moment mal eben. So. Es ist unfassbar. Wir haben hier Mario Kart Home Circuit. Wir haben Lego Mario. Wir haben ein Game & Watch und wir haben Mario 3D World noch nicht, aber kommt noch. Wir haben Kleidung und kommt noch mehr Kleidung. Und wir haben hier eine exklusive Edition 3D All-Stars, wo alle Spiele drauf sind. So viel Kram haben wir bekommen. Irre. Das Fanherz springt hoch und das Portemonnaie fällt tief. Von daher, das, also der Nintendo-Trailer sagt es am Ende nochmal. Ich blende es euch nochmal ein. Schaut nochmal eben ganz kurz. As you can see, from the original Super Mario Bros. Game to the latest installment, a variety of Super Mario games can be played on Nintendo Switch. In addition, if you include all related games, there are even more available. We hope you'll take this opportunity to play each and every one of them. Ja, und ich finde, sie hätten es nicht besser auf den Punkt bringen können am Ende ihrer Präsentation, denn Nintendo hat es geschafft, bis zum 35-jährigen Jubiläum von Super Mario alle wesentlichen Titel der Spielereihe auf die Nintendo Switch zu bringen. Und das in der Regel in der besten Präsentationsform. Mal beginnend jetzt bei dem neuen Mario 3D All-Stars, wo wir einfach alles in einer sehr aufgearbeiteten, schönen Art und Weise präsentiert bekommen. Mal weitermachend mit der Super Nintendo oder mit dem Super Nintendo Remake, muss man ja schon sagen, der klassischen Mario-Titel. Ja, und spätestens mit Mario 3D World sollte eigentlich kaum einer mehr einen Titel vermissen, den es bei Super Mario gibt. Und das ist natürlich schon klasse, dass man einfach sagen kann, okay, alle großen Spiele kann ich jederzeit auf der Switch spielen. Finde ich, ist ein Ziel, was man eben zum Jubiläum erreicht haben sollte. Mal schauen, ob die restlichen Titel auch noch ihren Weg auf die Switch finden. Das wären der ein oder andere DS-Titel und vor allen Dingen, wie wir jetzt gerade auch hier in diesem Medley sehen, die Gameboy-Titel, die natürlich auch so ein bisschen fehlen. Also gerade Super Mario Land und Super Mario Land 2 ist für viele Fans der Spielereihe oft der Anfang gewesen, aber auf jeden Fall Spiele mit einem hohen Nostalgiewert. Und da schauen wir mal, ob Nintendo sich irgendwann nochmal in Richtung Gameboy-Spiele bewegt oder ob die einfach alle so wie Link's Awakening geremaked werden. Da sind wir mal gespannt. Scheinbar hält sich Nintendo da vornehm zurück, aber das überlasse ich einfach mal unser aller Fantasie an dieser Stelle. Jetzt bringen wir es aber mal auf den Punkt. Was hat uns Nintendo in der Direct versprochen?
Und wie war das ganze Jubiläumsevent? Und wenn ich alle Bewertungen, die wir in diesem Video gemacht haben, zusammenfasse, dann haben wir eine Bewertung von 3,6. Aufgerundet also 4 von 5 Sterne. Und es deckt sich eigentlich mit meinem Empfinden. Also mit Tendenz zur 3 wohlgemerkt. Denn das ein oder andere hätte halt schöner sein können. Zum Beispiel möchte ich Nintendo dringend davon abraten, Super Mario 35 Battle Royale und eben auch Super Mario 3D All-Stars wieder vom Markt zu nehmen Ende März. Das wäre schön und auch sicherlich kundenbindend, wenn Nintendo das nochmal revidieren würde. Das hat aber auf jeden Fall auch die Direct doch ziemlich geschwächt letzten Endes. Und der bittere Nachgeschmack bleibt dann letzten Endes leider auch. Aber abgesehen davon war das alles sehr gelungen. Mit den ganzen Bonusartikeln hat man viel Spaß. Mario Kart Live Home Circuit ist ein Riesenhighlight. Wir haben alle auf 3D All-Stars gewartet. Ja, wir haben letztendlich sehr viele Spielemöglichkeiten auf unserer Nintendo Switch. Da sind einfach alle Spiele quasi verfügbar und das ist überhaupt das Beste an dem Ganzen. Das ist das ehrbare Ziel, was man erreichen sollte. Heißt für mich also, wenn nächstes Jahr das Zelda-Event ist, 35 Jahre, dann erwarte ich mir einfach, dass Nintendo da das gleiche ehrbare Ziel verfolgt. Alle wesentlichen Titel der Reihe auf die Nintendo Switch bringen. Da hat Nintendo dann ein bisschen was zu tun, aber dann wird es auch ein ganz krass großartiges Jahr, vor allen Dingen, wenn es spätestens dann im Dezember abgerundet wird mit Breath of the Wild 2, dann werde ich, glaube ich, Dauerherzklopfen haben das ganze Jahr über, sagen wir es mal so. Wenn ihr in diesem Video auch Dauerherzklopfen habt, weil das einfach total cool war und ihr euch gut orientieren konntet, ihr vielleicht auch Kaufempfehlungen bekommen habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal unterstützt und einen Daumen nach oben da lasst. Solltet ihr noch mehr Lust auf Reviews haben, zum Beispiel auch aus anderen Bereichen des Nerd-Daseins, wie zum Beispiel Filme oder Spielzeug, Lego etc., dann vergesst bitte nicht, falls ihr es nicht schon getan habt, den Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr auch kein Video. Was ihr auch nicht verpassen solltet, ist unser großartiges Gewinnspiel. Da gibt es nämlich 3 Gewinne. Und zwar Switch Games, eins davon ist Hyrule Warriors Zeit der Verheerung und wenn ihr da Lust drauf habt, dann schaut einfach mal in das Video rein, was ich hier am Ende verlinke. Das sind die 10 Geschenke, die man einem Nerd zu Weihnachten machen kann und dort erkläre ich euch aber auch, wie das Gewinnspiel funktioniert. Unter anderem in diesem Video, in dem letzten zu Paper Mario The Origami King und in dem Video nächsten Sonntag. Da sind 3 Weihnachtsfiguren versteckt, die müsst ihr im Wesentlichen finden. Ist auch im ersten Teil des Videos, kann man gut finden. Und dann seid ihr qualifiziert, am Gewinnspiel teilzunehmen. Schaut doch da einfach mal rein. Und nicht zuletzt, verrate mir bitte auf jeden Fall in den Kommentaren, wie ihr das Event Super Mario 35 fandet. Ob ihr mehr erwartet habt oder weniger. Ob ihr zufrieden seid mit dem, was ihr bekommen habt. Oder ob euch das eigentlich so gar nicht interessiert und ihr nur auf das Zelda-Event wartet. Und dann möchte ich mal gerne wissen, wollt ihr dann nächstes Jahr mehr sehen oder das gleiche Niveau wie dieses Jahr? Das ist schon ganz spannend. Schreibt mir das mal in die Kommentare rein. Ich habe Lust, mit euch darüber zu diskutieren. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video. Macht's gut!